Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer Kisses Web Demo, in der es heute hauptsächlich um die Wirkungsgradberechnung und die thermische Analyse im System geht. Ich bin Cengiz Yılmaz und werde Ihnen heute mit Michael Stangl zusammen das Ganze in einem Modell, in einem zweistufigen Stirnorm-Getriebe zeigen. Sie haben die Möglichkeit, eben über das Fenster Fragen oder Questions rechts bei Ihnen Fragen zu stellen, und mein Kollege Michael Stangl wird diese versuchen, live schriftlich zu beantworten. Gewisse Fragen werden wir dann am Schluss der Demo allen vorlesen, damit alle etwas davon haben. Ja. So, die Themen heute eben Wirkungsgradberechnung. Wir werden zum einen nur mal im System den Wirkungsgrad berechnen mit unserer Vorlage, dann die thermische Bilanz erstellen, indem wir sagen, okay, wie wird sich die Öltemperatur einstellen oder wie groß müsste unser Kühler sein im System, damit Gleichgewicht herrscht zwischen Verlust und Dissipation. Und der dritte Punkt dann, wie würde man den Temperaturverlauf des Öls berechnen im System. Und am Schluss noch würde ich Ihnen gerne zeigen, wie man das Ganze mit einem Kollektiv kombiniert. Okay, was wir machen ist, ich öffne mal ich öffne zuerst hier die 2017 Beta-Version und öffne mal ein Beispielmodell, und hier geht es mir um das zweistufige Stirnradgetriebe, das ich Ihnen zeigen möchte. Es ist so, dass das Getriebe nicht komplex ist, aber die Hauptidee ist, dass man Ihnen eben die Funktionalität der Wirkungsgradvorlage zeigt. So, und dieses Modell speichere ich gerne zuerst mal in meinem Ordner. Ich überschreibe das gerne. So, und zuerst werde ich Administrator. Und dann, damit wir eben die Verluste auch wirklich sehen können, damit wir damit arbeiten können, während der Webdemo werde ich mal die Eingangsleistung ändern. Also ich gehe mal hier auf die Randbedingungen und auf den Dialog und sage mal, dass wir eine Umdrehung von 2300 Umdrehungen pro Minute haben, eine Drehzahl, und das Drehmoment setze ich auf 15 Newtonmeter. Okay, da rechne ich mal die Kinematik zuerst aus. Und dann als nächstes, die Idee ist ja, dass man mit der Wirkungsgradvorlage arbeitet. Die fügt man ins Hauptverzeichnis hinzu im Modellbaum. Und da kann man zuerst da in diese Ebene klicken und hier über diese Standardvorlagen dann die Wirkungsgradvorlage ins Modell hinzufügen. Okay. So, sobald Sie diese Vorlage hinzugefügt haben, öffnet sich diese Oberfläche, die Sie gerade sehen. Und was Sie wahrscheinlich auch schnell merken, ist, dass Sie zusätzliche Elemente im Modellbaum und hier auch im 2D-Diagramm sehen. Das sind die Verlustelemente, die nötig sind für die Verlustberechnung in den Wellen, für die Lager und für das Zahnrad jeweils. Es ist aber so, dass wenn Sie jetzt dann nachdem Sie Ihre Berechnung abgeschlossen haben, Wirkungsgradberechnung abgeschlossen haben, Sie möchten mit dem Modell weiterfahren, können Sie einfach mit einem Doppelklick auf diesen Reset-Button dann weiterfahren. Dieser Reset-Button, die löscht Ihnen dann diese Verlustelemente aus dem Modellbaum. Aber wir möchten ja weiterfahren damit, und deshalb lassen wir das so sein. Und ich zeige Ihnen ganz kurz mal die Oberfläche. Also ganz oben haben wir die Einstellungen für die Berechnung selber, also welches Resultat wir erhalten möchten hier. Dann die Berechnungsmethode. Wir rechnen nach der Norm ISO TR 1479 Teil 1 und Teil 2. Die Details können Sie aus der Norm entnehmen, aber der größte Unterschied zwischen Teil 1 und Teil 2 ist die Definition der Dissipation des Gehäuses und auch die Berechnung der Dissipation.
Die haben wir die Einheit und da können Sie dann eben die Zahnkontaktverluste von der Kontaktanalyse berücksichtigen lassen oder nicht. Für die Webdemo lassen wir das jetzt so auf Nein. Also wir rechnen nach niemand die Zahnkontaktverluste. Werden dann unsere Berechnung so fortfahren. Ich stelle mal zuerst hier noch auf Deutsch um, dass Sie da auch gewisse Hilfen in Deutsch sehen können, wenn wir auf einen Button klicken. So, jetzt die Zeile habe ich schon erklärt. Jetzt kommt das nächste hier von links nach rechts. Werden wir eben bei der Berechnung die Einstellung durchführen. Das ist Gehäusedefinition, Einstellungen des zusätzliche Definition des Gehäuses wie Fundamentlamellen und herausragende Elemente. Das ist die Überströmung des Gehäuses, die Öleinstellung, also die Schmierung und die Kühlereinstellung hier. Reset-Button habe ich Ihnen schon erklärt und Berichterstellung kann man ja auch eben über diesen Button generieren. So, jetzt kommen wir zu den Resultaten sozusagen. Hier wird Ihnen dargestellt in der Mitte die Eingangsleistung und die Ausgangsabtriebsleistung und die Verlustleistung, die sich ergibt nach der Berechnung. Hier werden Sie dann den Wirkungsgrad selber sehen und links unten haben Sie die Verluste. Das sind die Planschverluste, die Kontaktverluste, Lagerverluste, Dichtungsverluste. Und rechts unten sehen Sie die Dissipation. Also bei Gleichgewicht muss natürlich zwischen Verlust und Dissipation ein Gleichgewicht herrschen. Ja. So, das ist mal zur Oberfläche. Und ich würde jetzt gerne mal vorstellen, was wir alles rechnen können und wie das genau abläuft in unserer Software. Ich will zuerst mal nur den Wirkungsgrad rechnen, deshalb wähle ich Efficiency. Und ich stelle auf Teil 2 um. Ich werde alle Berechnungen nach Teil 2 machen, da man hier ein bisschen mehr definieren kann beim Gehäuse und mehr Elemente definieren kann. Hier werde ich jetzt nun zuerst das Gehäuse definieren mit einem Doppelklick. Öffnet sich das erste Fenster. Da gibt man mal die groben Abmaße an des Gehäuses. Also zuerst mal den Typ, ob es quaderförmig oder zylinderförmig ist. Dann die Wandstärke und das Material. Und das sind dann und die Extensions, das sind die Abstände zwischen Gehäuse, Wand zum Getriebe selber in X, Y, Z Richtung. Als erste Approximation sagen wir mal, es ist wirklich fast berührend sozusagen mit der Wand, um zu schauen, eben, ob man noch da das Gehäuse vergrößern muss oder nicht. Und da definiert man die Kupplung, ob es innerhalb des Getriebes ist und die Kupplung und die abtragende Welle oder außerhalb des Gehäuses. Okay, sagen wir mal, die sind außerhalb und klick mal OK. Jetzt kommt das zweite Fenster. Das zweite Fenster gibt Ihnen schon mal die Abmaße an, also die Länge, die Höhe und die Breite des Gehäuses, in diesem Fall des Quaders. Aber Sie können das natürlich Ihre Anwendung auch anpassen. Das kann schon sein, dass es jetzt nicht genau Ihre Anwendung passt, aber Sie können diese Werte ändern. Und Sie kennen das selber eben, bei der Dissipation ist es ja so, dass es vor allem die Oberfläche ist, die da eine große Rolle spielt. So, dann geht es weiter über die Oberflächenbearbeitung des Gehäuses. Und diese Einstellung definiert eigentlich schlussendlich die Emissivität, das ist das Verhältnis zwischen Gehäusetemperatur und Öltemperatur. Die nächsten Einstellungen, das sind eher grafische Einstellungen. Ich will das Gehäuse darstellen. Ich will den Ölstand sehen. Und wenn Sie Dichtungen einfügen möchten bei den Lagern und dort, wo sich die Kupplung befinden, können Sie das hier aktivieren. Wir rechnen mal ohne Dichtungen und dann schauen wir weiter. Okay.
Die erste Einstellung, das sind eben diese zwei Fenster, die Sie gesehen haben, sind abgeschlossen. Da ist jetzt grob mal das Gehäuse definiert worden. Ich kann auch in die 3D-Ansicht switchen und ich kann das Ganze im Quader sehen. Also die Kupplung, die sind außerhalb des Gehäuses. Ich habe eine Wandstärke hier und ich kann den Ölstand sehen. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Wir können wieder in unsere Vorlage. Und ich gehe jetzt in die Einstellungen, in Settings rein mit einem Doppelklick. Und jetzt sehe ich, da definiere ich eben die zusätzlichen Elemente des Gehäuses. Also das sind, und zuerst definiere ich, ob ich den Wärmeleitkoeffizienten vorgeben möchte oder ob er berechnet werden soll. Das ist eben in dieser Norm im Teil 2 so definiert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir lassen es berechnen und wir definieren zusätzlich die Lamellen, das Fundament und zusätzlich auch die herausragenden Elemente aus dem System, aus dem Gehäuse. Okay. So, das sind die Lamellen. Also wir haben hier in der Norm haben wir die Definition, wie man diese Geometrie vorgibt. Also wir haben die projizierte Oberfläche, wir haben die überströmte Oberfläche, die Höhe und die Dicke des einzelnen Lamellens. Also, und die kann man hier vorgeben und die Gesamtoberfläche natürlich auch. Und wir lassen das mal so sein, wie es eingestellt ist, für unser Modell schon vorbereitet ist. Dann haben wir hier das Fundament, das ist das zweite Fenster. Ich habe mal zuerst die Definition des Materials, dann über, ob es auf beiden Seiten die Wärme leitet, das ist, oder ob nur auf einer Seite, nur oberhalb. Das ist, diese Definition, die ist auch nach der Norm. Da definieren wir die Längen dieser Platten rund um das Gehäuse herum. Also die werden wir dann auch grafisch dann sehen. Also wir lassen die Voreinstellung mal sein und da hätte man die Höhe dieses Fundaments vorgegeben. Okay. Jetzt geht es um die herausragenden Elemente. Also wir sind immer noch bei der Dissipation sozusagen, die Einstellung der Dissipation. Und ich kann das mal initialisieren hier. Also er schaut jetzt auf alle Wellen, die herausragen und nimmt automatisch aus dem Modell die Längen dieser Wellen und die Durchmesser. Genau gleich bei den Kupplungen. Und er setzt eben automatisch einen Koeffizienten, Wärmekoeffizienten hier, den Sie natürlich manuell auch ändern können. Okay, haben wir die zweite Einstellung auch durchgeführt. Jetzt kommt die Überströmung, also wenn Sie jetzt hier, ich gehe mal in die 3D-Ansicht, um auch zu sehen, wie das Fundament definiert wurde, das sind eben diese Platten rundherum, die vier Platten. Und jetzt ist es eben so, ich kann mal die Achsen auch aktivieren, da sieht man hier, das Getriebe ist jetzt in Z-Richtung, positive Z-Richtung zeigt nach oben. Und Sie können jetzt entsprechend, wenn Sie eine überströmte Oberfläche hätten, können Sie das jetzt hier im dritten Menü hier in der Überströmung, können Sie jetzt sagen, ich habe eine überströmte Fläche und da können Sie eben die Geschwindigkeit, die Luftgeschwindigkeit, die Umgebungstemperatur und die durchströmte Lufttemperatur vorgeben dann. Da sagen wir mal, wir haben keine überströmte Ebene und wir gehen dann weiter zu den Schmierungseinstellungen. Also ich habe da, je nachdem was Sie in den globalen Einstellungen gesetzt haben, werden Sie hier entweder die Einstellung für Ölbadschmierung oder Öleinspritzschmierung finden. In diesem Fall haben wir Ölbad und ich möchte jetzt die Temperatur auch überall im System definieren, indem ich das hier vorgebe. Ich möchte diese Temperatur, den
Ölstand auch kommunizieren. Also ich habe hier den Ölstand, der automatisch generiert wurde von der Software. Der schaut dann einfach dort, wo sich das höchste Lager befindet. Dort setzt er dann Ölstand, aber Sie können den natürlich auch manuell ändern. Wichtig ist, dass wenn Sie das eben kommunizieren in alle Berechnungen, dann wird das einen Einfluss auf die Lagerberechnung natürlich haben, weil entsprechend dem ist das Lager ganz im Öl oder nur halb im Öl, je nachdem, wo Ihr Ölstand ist. Dann klicken wir mal hier auf OK. Und jetzt sieht man hier, wo das der Ölstand sich befindet. Also das ist bei allen Lagern ungefähr gleich. Also hier ist das höchste Lager, deshalb hat es hier gesetzt und die sind ein bisschen tiefer drin. Und wenn ich jetzt auf Welle 2 reingehe in die Berechnung, öffne, da sehe ich auch eben den Ölstand hier automatisch kommuniziert in der Berechnung. Gehen wir wieder raus, dann schließe ich das Fenster. So, nach dem Ölstand haben wir hier die Kühlerleistungsangabe als erstes. Da kann man die Kühlerleistung definieren und hier auch den Temperaturunterschied oder Temperaturänderung sozusagen über den Kühler, wie viel Temperatur, wie viel Grad das da sich ändert von Anfang bis zum Schluss beim Kühlsystem. Das ist etwas, was wir neu haben in 2017. Also Sie sehen auch, dass ich mit der 2017 Beta-Version schon arbeite. Das sehen die einigen zum ersten Mal. Jetzt klick mal auf OK hier. Also wir haben keinen Kühler. Ich möchte mal alles ohne Kühler anschauen. Und jetzt, nach all den Einstellungen, kann man jetzt schon mit der Berechnung eigentlich starten. Wie schon gesagt, wir möchten zuerst mal nur den Wirkungsgrad berechnen. Und dann kann man hier mit diesem Button Wirkungsgrad berechnen, kann man dann die Berechnung durchführen. Er muss natürlich im ganzen System iterieren. Und das kann eben eine Weile dauern. So. Und jetzt gibt er Ihnen eben hier links die Verluste an. Flanschverlust 39,3 Watt, Kontakt 94,8 Watt, Lagerverluste 9,9 Watt, also gesamt 144 Watt und Gesamtwirkungsgrad von 96,01%. Sie sehen, da wird jetzt eben werden die Verluste nicht berücksichtigt, wenn die Dissipation wird nicht berechnet bei dieser Einstellung. Die Korrekturfaktoren, vielleicht ein kleines Wort. Das kann sein, dass Sie nach Ihren Erfahrungen, nach Ihren Messungen, dass die Zahnkontaktverluste nicht so groß sind, dass es geringer ist, dann können Sie das eben hier über die Korrekturfaktoren, hier können Sie auf Ja umstellen und können dann auf 0,8, wenn es 20% niedriger ist, das, was Sie messen, können Sie das hier dann eben vorgeben. Dann wird dieser Wert dann bei der Berechnung übernommen. Das ist eigentlich sozusagen wie eine Kalibrierung Ihrer Messung. Sie machen das einmal und verwenden die gleichen Faktoren für die weiteren Berechnungen. Okay, ich lasse das mal auf 1. Und jetzt gehen wir in die zweite Option, Heat Transfer, also Wärmeleitung. Da wird jetzt eben werden die Verluste und die Dissipation berechnet. Kann ich immer nochmal rechnen mit den gleichen Einstellungen, ich ändere nichts, um zu schauen, wie viel Wärme ich überhaupt aus dem System abtragen kann. So, jetzt sehen wir, ich habe da eben 144 Gesamtverlust, 140 Watt und die Dissipation über das Gehäuse, über das Fundament und über die herausragenden Elemente sind so wie angegeben. Gesamtdissipation 107,6 Watt. Also das heißt jetzt eben, dass sich mein System erwärmen wird. Also diese Öltemperatur kann nicht beibehalten werden für Gleichgewichtszustand, bei Gleichgewichtszustand. Und jetzt gibt es eben verschiedene Optionen, wie man Gleichgewichtszustände erstellen kann.
Das ist wie immer für den Ingenieur, da muss jetzt irgendwie eine Lösung gefunden werden und die am ehesten durchführbar ist, muss eingesetzt werden. Jetzt gehe ich zur nächsten Option, Cooler Power. Jetzt rechnet er eben, ab jetzt rechnet er immer die Werte aus. Da will man die Kühlerleistung rechnen, damit eben Gleichgewicht herrscht. Ich hatte keinen Kühler, jetzt gibt die Software mir eben an, wie viel Kühlerleistung ich da haben muss im System, damit Gleichgewicht herrscht. In diesem Fall könnte man das auch selber rechnen, weil Dissipation minus Verlust, ja. Aber es kann auch eben komplexere Fälle geben. Also jetzt sagt er Ihnen, ja, 36,5 Watt Kühlerleistung, damit Gleichgewicht herrscht. Das sieht man auch wieder hier eigentlich. Das wird hier wieder vorgegeben. Und es kann sein, dass man keinen Kühler einbauen möchte. Also ich möchte es wirklich auf 0 Watt setzen. Ich möchte keinen Kühler haben im System. Und jetzt geht man eben in die nächste Option. Das ist Oil Temperature. Das heißt, er rechnet jetzt nun die Öltemperatur aus. Wir geben ja 80 Grad vor, aber es kann nicht beibehalten werden. Wahrscheinlich. Und jetzt rechnet er eben die Öltemperatur aus, die sich einstellt bei Gleichgewichtszustand. Ich mir nochmal. Kann eine Weile dauern. Das ist eben jetzt eine iterative Berechnung. Er erhöht die Öltemperatur, schaut, was sich einstellt, erhöht es nochmal und wir erreichen 145,2,3 Watt bei 98 Grad Öltemperatur. Jetzt gilt es eben abzuschätzen, ob das so für die Anwendung noch gut ist, die 98 Grad. Und wenn Sie sagen, nein, das ist immer noch zu, das ist die Öltemperatur ist zu hoch, dann gibt es eben die nächste Möglichkeit, wenn Sie nichts an der Konfiguration ändern möchten, dass Sie die maximale Eingangsleistung berechnen. Also ich habe hier Eingangsleistung 3,612 Kilowatt Eingangsleistung und es kann jetzt sein eben, dass Sie da die Gesamteingangsleistung für Gleichgewichtszustand und Öltemperatur 80 Grad berechnen möchten. Also es kann, Sie möchten immer noch die 80 Grad behalten, Sie möchten keinen Kühler einbauen, dann müssen Sie halt die Eingangsleistung vermindern. Das ist wieder eine iterative Berechnung. Er schaut jetzt eben, er geht jetzt runter mit der Leistung, schaut, was für Verluste und Dissipation schaut, bis alles im Gleichgewicht ist. Also wir hatten vorher 3,6 Kilowatt Leistung. Es kann jetzt eine Weile dauern, weil das ist jetzt. Wirklich eher iterativ. So, jetzt sagt er mir eben, in diesem Fall hat man 108 Watt und zwar bei 2,3 Kilowatt. Eingangsleistung. Also das sind so die Möglichkeiten, die man hat, eben entweder Kühler einbauen oder man nimmt in Kauf, dass sich die Öltemperatur erhöht oder eben man schaut, was ist so die Grenzleistung. Und die Eingabewerte, die sind nicht beeinflusst, also nicht, dass Sie denken, dass das jetzt überschrieben wurde, es ist einfach nur, es war hier nur eine Berechnung. Genau, also jetzt können Sie natürlich auch sagen, ja, ich möchte immer noch 3,6 Kilowatt
mein System einspeisen, dann müssen sie irgendwo halt entweder die Verluste eben erniedrigen oder sie müssen die Dissipation erhöhen. Und wir können jetzt mal schauen, okay, ich gehe jetzt wieder ins Heat Transfer, in die Heat Transfer Berechnung, also wo ich einfach Verlust und Dissipation rechne, aber ohne Gleichgewichtszustand das Ganze durchführe. Und jetzt beim Gehäuse, ich möchte jetzt die Dissipation erhöhen. Und jetzt sage ich, ich habe überall 5 mm Platz zwischen meinem Maschinenelement und meiner Gehäusewand. Okay, das behalte ich bei. Jetzt können wir nochmal rechnen. Und um zu schauen, wie groß die Dissipation nun ist. So, jetzt sind wir schon bei 122 Watt, sehen Sie. Also da kann man sehr schnell das Ganze erhöhen. Man sieht auch hier im 3D, ich habe hier ein bisschen jetzt Platz, hier zur Wand, hier von hier und hier auch. Also das ist genau das, was wir jetzt geändert haben. Und jetzt, um die restlichen 20 oder 18, 19 Watt noch um das zu dissipieren können, kann man noch beim Fundament oder bei den Lamellen oder beim Fundament noch ein bisschen bisschen mehr Fläche geben. Vielleicht das Ganze erhöhen. Okay. Und dann nochmal rechnen. Also eben, so kommt man sehr nahe an die Verluste. Und jetzt das nächste wäre, vielleicht die Verluste ein bisschen zu vermindern, dass man den Kontakt anschaut, dass man ein anderes Lager verwendet vielleicht, welches nicht so breit ist wegen der Reibung dort und so weiter. Also man kommt da sehr schnell ans Ziel. Das sind eben diese Werkzeuge, die Sie haben in diesem Bereich. Genau gleich die Korrekturfaktoren auch für das Fundament, für die Dissipation, für die herausragenden Elemente und so weiter. Also wenn Sie sagen, okay, ich habe mehr Dissipation als Sie konnten das irgendwie messen und Sie haben da einen höheren Wert, dann können Sie das hier einstellen. So, im Bericht, wenn ich den Bericht mal starte, sehen Sie jeweils, also ein bisschen größer, sehen Sie die eingegebenen Werte hier, Drehzahl, Drehmomente, die Einstellung, die Leistung, die Dissipation, die Verluste und die globalen Faktoren. Als erstes dann zweiter Punkt, die Einstellung, die Sie getroffen haben hier für das Gehäuse, für die Lamellen, für das Fundament. Und die einzelnen Verluste sehen Sie hier in dieser Liste. Und betreffend diesen einzelnen Verlusten, wir haben hier noch die Losses-Tabelle, hier, in der man von jedem Element die Verluste wiederfinden kann. Und das ist eben sehr, sehr schön, wenn man ein System hat mit mehreren Stufen, hat vielleicht 20 Lager, 10, 20 Lager drin und natürlich mehrere Zahnräder und da sieht man alle im Überblick und man findet das Resultat in den Verlust in Watt hier angegeben und je nachdem, wenn wir jetzt eben die Korrekturfaktoren verwendet haben, wird das hier angepasst. Also Lager, lastabhängige Verluste, PVL. PVZ0, das sind die lastunabhängigen Verluste bei den Zahnrädern. Das sind die Planschverluste. Und PVZ
Ohne die Null ist lastabhängig, also das ist der Kontaktverlust. Und da kann man jetzt wirklich identifizieren, da sehe ich, okay, erste Stufe hat die höchsten Verluste, das sind die 60 Watt wegen dem Kontakt eigentlich. Und sonst bei den Planschverlusten ist es Zahnrad 2 oder sogar Zahnrad 4 mit 16 Watt, wo die Planschverluste am größten sind. Mit diesen Schritten, mit diesen Werkzeugen sozusagen, kann man das System dann zum Optimum bringen, zum Gleichgewicht bringen. Und je nachdem, was jetzt in Ihrer Anwendung umsetzbar ist, kann man diese Methode auswählen für die Lösung. Ja. Jetzt soweit zu diesem Punkt, zu Punkten. Sie sehen jetzt hier noch den letzten Punkt in Temperature. Time soll das heißen, Temperature per Time, das heißt, das ist der Temperaturverlauf des Öls über die Zeit eigentlich. Und für diese Berechnung müssen Sie hier zuerst mal umschalten, dann definieren Sie hier schon, bevor Sie eigentlich das Spektrum vorgeben, gehen Sie hier in die Schmierung und definieren Ihre Anfangstemperaturen. Sagen wir mal, Sie starten mit 50 Grad. Okay. Und Sie möchten jetzt den Öltemperaturverlauf über die Zeit wissen. Dann gehen Sie hier, wir haben das schon implementiert in dieser Efficiency-Vorlage, haben wir die Temperature Spectrum. Rechte Maustaste, Definition Dialog. Jetzt sagen wir mal, wir haben 6 Schritte mit Faktoren und Stunden. Das ist ähnlich wie die Definition eines Lastkollektivs. Die Drehzahl und das Drehmoment ist beim Eingang definiert. Okay. Jetzt zeigt er mir hier so einen Verlauf. Da können Sie jetzt wirklich die Zeitanteile vorgeben. Also da ist wichtig, dass Sie nicht zu große Zeitanteile nehmen. Ich nehme jetzt 0,03 Stunden. Das sind ungefähr 1,5 Minuten. So, 6 Mal. Und da habe ich die Faktoren. Wenn es jetzt eingeschaltet ist, mache ich eine 1. Immer. Sie können natürlich die Last auch erhöhen mit einem Faktor größer als 1. Okay. So. Und jetzt lasse ich das gerne durchlaufen. Hier wieder, also wichtig ist, dass Sie das eben diese Option gewählt haben, dass die Öltemperatur definieren Sie hier und das Kollektiv definiert haben. Dann können Sie wieder hier über diesen Button das Ganze durchrechnen. Der rechnet jetzt, bevor er rechnet, natürlich müssen Sie noch, das gehört ja zur Formel im Hintergrund, dass Sie jeweils die Massen der einzelnen dissipierenden Elemente, wärmeabtragenden Elemente vorgeben, also des Gehäuses, Fundament und Wellen und zusätzlich noch die spezifische Wärmekapazität definieren. Das können wir mal so belassen, wie es vorgegeben ist, wie es vorgeschlagen ist und jetzt die Berechnung starten. Ja, jetzt, was er jetzt macht, ist, er nimmt einen Lastschritt jeweils, also die Dauer, dann die Belastung und die Starttemperatur und rechnet somit die Dissipation und die Wärme aus und gibt ihnen dann die Temperatur an. Und die Temperatur, die sich jetzt einstellt bei der ersten Stufe, ist jetzt die neue Temperatur, die neue Starttemperatur für die zweite Stufe und so weiter. So, jetzt hat er das gerechnet, schön, ging auch nicht so lange. Wir haben bei der ersten Stufe, also wir starten mit 50 und nach der ersten Stufe, nach 0,03 Stunden, haben wir 52,08 Grad und dann nach 6 Stufen, 6 mal 0,03, sind wir bei 60,8 Grad, also sehen 10 Grad erhöht.
Und das können Sie dann eben auch grafisch dann Excel plotten. Das Schöne ist jetzt auch zu sehen, wenn ich jetzt sage, okay, lass Schritt 3 und 4, hier schalte ich den Motor aus und schaue, wie sich dann der Verlauf einstellt. Das muss ich wieder vorgeben. Jetzt rechnet er wieder genau gleich das Ganze durch. Und Sie haben gesehen, vorher wir sind von 50 auf 60 Grad gekommen. Und es gibt solche Anwendungen, bei denen man berechnen muss, wie lange man das Getriebe oder den Motor abschalten muss, damit man über eine längere Zeit eine Grenztemperatur nicht überschreitet mit dem Öl. Und solche Betrachtungen kann man dann eben durchführen. So, das ist auch abgeschlossen. Und jetzt sieht man sehr schön, oder? Also wir haben, ja, jetzt ist es wichtig, dass Sie wissen, dass man bei 60 Grad ungefähr gestartet hat. Also ich habe jetzt die Temperatur nicht aktualisiert für diese Berechnung. Bei 60, bei 61 war es, ist jetzt nach dem ersten Schritt 62,263 und dann schalte ich es ab und dann geht es runter auf 59,5 Grad und dann kommt es wieder hoch auf 62,47 Grad. Also da sehen Sie, kann man eben solche Tests durchführen und das funktioniert auch sehr gut mit der Software. Okay, jetzt haben wir die ersten drei Punkte, welche ich Ihnen vorher erwähnt habe, bevor ich gestartet habe, haben wir durchgemacht. Jetzt kommt der letzte Punkt eigentlich von meiner Web-Demo, die ich Ihnen auch gerne zeigen möchte, ist die Kombination zwischen einem Lastkollektiv und der Wirkungsgradvorlage. Ich stelle jetzt mal hier einfach auf Wirkungsgrad um und möchte nun die Verluste für jeden Lastschritt rechnen. In KISSOFT 2016 war das nicht so ganz einfach und wir haben jetzt in der 17er Version haben wir das automatisiert. Also Sie stellen hier auf Efficiency um und Sie fügen eine Lastkollektivvorlage ins Modell hinzu über die Standardvorlagen. Okay. Und dann definieren Sie ein Kollektiv. Rechte Maustaste Definition Dialog. Ich rechne jetzt nur mit zwei Lastschritten, weil das Ganze natürlich mit einem Kollektiv geht es natürlich ein bisschen länger, weil er immer das Kollektiv rechnet, also die Kinematik, die Festigkeit über das Kollektiv und dann noch die Wirkungsgradvorlage ausführt. Zwei Lastschritte und ich möchte mit den Faktoren, das sind meine Referenzwerte für Drehzahl und Drehmoment. Und keine Schalttabelle. Okay, also die Lastkollektivvorlage, die ist natürlich die kann sehr, sehr viel, aber wir möchten uns jetzt einschränken auf die Kombination zwischen Lastkollektiv und Wirkungsgrad nur. Die anderen Funktionalitäten wurden schon in einer früheren Webdemo gezeigt. Okay, jetzt, das ist eine Meldung, dass das KH-Beta unterschiedlich ist, das können wir mal so akzeptieren und keine Lebensdauerdefinition irgendwo anders im Modell, weil es eben interagieren kann mit der Lebensdauer, die Sie vorher vorgegeben haben. So, jetzt habe ich meine zwei Lastschritte. Da habe ich, sagen wir mal, 0,3 Zeitanteil 0,7 von diesen 20.000 Stunden und Drehmoment 1 und hier erhöhe ich 1, um 20% und hier sage ich Drehzahl niedriger
Und hier eins zum Beispiel. So ein Kollektiv, Standard. Es kann natürlich mehrere Lastschritte haben. Und jetzt geht es darum, dass Sie mit der Wirkungsgradvorlage müssen Sie einfach hier das einstellen, was Sie sehen möchten. Also Sie möchten nur Verluste sehen, Efficiency. Und alles andere müssen Sie dann im Kollektiv definieren. Und dann gehen Sie in die Berechnung, Berechnung mit Last aufs Vorlage durchführen. Und jetzt möchte ich die ganze Vorlage durchrechnen, alle Lastschritte durchrechnen. Sie sehen, die wurde auch ein bisschen überarbeitet. Wir haben mehrere Optionen hier zusätzlich, diejenigen, die es kennen. Und hier haben wir eben die Option Consider Power Losses from Efficiency Template. Und da muss man jetzt ein Ja sagen. Kissoff-Bericht kann man am Schluss öffnen lassen oder nicht. Das ist je nachdem, wenn Sie an der Festigkeit noch interessiert sind, ist das wichtig. Und all die anderen Optionen, die können Sie in unserer Dokumentation auch nachlesen, was die genau machen. Okay. Und jetzt rechnet er zuerst eben Lastschritt 1 und führt die Berechnung mit der Wirkungsgradvorlage durch. Genau. Und geht eben mit Lastschritt 2, führt die Berechnung mit der Vorlage durch. Und eben wie schon erwähnt, wenn Sie jetzt mehr Lastschritte haben, da gibt es keine Grenzen. Also solange Sie einen guten Arbeitsspeicher haben, da können Sie wirklich mehrere hundert Lastschritte rechnen. Aber mit der Wirkungsgradvorlage geht es halt immer länger natürlich. Da führt er jetzt die Hauptberechnung noch aus. Das ist genau eben dieses Häkchen, ja, erzeugt mir den Bericht am Schluss als Resultat. Das interessiert uns momentan bei dieser Webdemo nicht, aber was ich eben Ihnen zeigen möchte, ist eigentlich hier die Resultate. Also wir haben hier automatisch einen Ordner generiert und hier sehen Sie eben diese Efficiency Template als Resultat. Und hier würden Sie dann eben die einzelnen Verluste sehen. Für jeden Lastschritt. Bei der 2017er Version eben. Das ist jetzt von einer anderen Berechnung, die ich gemacht habe, aber im Prinzip sind das die Resultate der einzelnen Verluste für jeden Lastschritt. Und wenn Sie noch die Dissipation aktiviert haben, sehen Sie auch eben für jeden Lastschritt die Dissipation. Also das kann wirklich sehr hilfreich sein. Das wurde auch von vielen Kunden gewünscht, dass man eben so ein Wirkungsgradfeld berechnen kann mit verschiedenen Lasten. Und das ist nun eben möglich, dass man diese Resultate auflistet und automatisch so ein File generiert. Ich denke, das ist sehr interessant für viele Leute, für viele Ingenieure, und das können sie so eben umsetzen. So, das ist eigentlich das, was ich eben Ihnen hier ganz am Anfang zeigen wollte. Eben Wirkungsgradverluste, thermische Bilanz haben wir gemacht, Temperaturverlauf des Öls haben wir auch durchgerechnet zusammen mit dieser Möglichkeit, die wir da haben. Und Wirkungsgradberechnung über ein Kollektiv ist, eben da haben wir neue Funktionalitäten in 2017 und das habe ich auch gerne gezeigt. Jetzt
ist es so, dass wir am Ende der Webdemo sind, aber ich würde noch gerne ein paar Fragen Ihnen vorlesen. Mein Kollege Herr Stangl hat das schon vorbereitet, damit alle davon profitieren können. Ein paar gute Fragen. Besteht die Möglichkeit, Fettschmierung einzustellen? Es ist so, dass wir eben diese, also das ist, wir rechnen nach der Norm und die Norm, in der Norm kann man Definition für Ölbadschmierung und Öleinspritzschmierung durchführen, sind nach der Norm. Fettschmierung ist so direkt nicht möglich. Aber was wir haben in 2017 auch, Sie können so Gleitlager sozusagen über so allgemeine Lager definieren und über die Gleitlagerberechnung mit der Kombination Gleitlagerberechnung und diesen Support können wir dann die Gleitlagerreibung dort, die Verluste über diese Gleitlager auch berücksichtigen. Also ich denke, das ist mehr wegen den Gleitlagern und das ist in 2017 auf jeden Fall möglich. Also das wäre dann, dieses Vorgehen wäre folgendermaßen, dass Sie hier auf die Welle ein Gleitlager hinzufügen, also das ist ein Support, das ist eine allgemeine Lagerung hinzufügen. Und dann ein Gleitlagerelement, das ist dieses hier, hydrodynamische Gleitlager ins Modell hinzufügen und dann, also müssen meistens zwei sein, dass es funktioniert. Und dann können Sie es dann auch berücksichtigen in der Berechnung. Also das sollte normalerweise funktionieren. Sie können auch die Vorlage von hier nehmen. Die Anzahl Lager, also ich habe hier jetzt vier Lager, deshalb ich müsste jetzt die Lager B1, B2 noch löschen. Ja. Okay. Zweite Frage, ist es möglich, Schleppmomente zu bestimmen? Ja, also das, da müssten Sie, also die, der Trick dabei ist, dass Sie eben eine Leistung von 0 vorgeben und dann schauen, wie sich, was für welche Verluste Sie dann erhalten, oder? Also eine sehr kleine Leistung vorgeben. Dann wird das Drehmoment oder die Drehzahl der oder beides für die Verlustleistungsrechnung vermindert. Das Drehmoment oder die Drehzahl oder beides für die Verlustleistungsrechnung vermindert. Die Drehzahl ändert sich ja nicht. Also eben die Drehzahl, die ändert sich nicht, aber die Momente natürlich die werden vermindert. Das ist der iterative Rechnung und die vermindern sich genau. Kann man andere externe Wärmeeinträge mit vorgeben, zum Beispiel durch den Antriebsmotor? Externe Wärme ist so direkt nicht möglich, aber das ist ein guter Input. Sie können natürlich irgendwie noch zusätzliche Reibung erzeugen oder irgendwie zusätzliche Verluste erzeugen, die dann dieser Wärme entspricht, aber direkt ist es nicht möglich. Aber was natürlich möglich ist, Sie können vielleicht über die Faktoren dann auch zusätzliche Verluste erzeugen, sozusagen 20% von einem Anteil ist dann diese Wärme, die Sie da vorgeben möchten. Das wäre so direkt einfacher möglich in der Software gerade. Ja, bezüglich Dichtungen ist eine nächste Frage. Können Erfahrungswerte für Dichtungen hinzugefügt werden? Es ist so, wenn wir Dichtungen berücksichtigen, also wenn ich hier hingehe und sage, ja, berücksichtige die Dichtungen, dann ist es so, dass wir in der Norm sind zwei Typen, also Viton oder Buna, berücksichtigt. Oder ein allgemeines Radial, eine allgemeine Radialdichtung berücksichtigt. Sie könnten die Verluste, also die Reibung, Sie können das in KISSES können Sie das auch im Hintergrund festlegen, aber direkt über die Vorlage sind diese Dichtungen vorgesehen.
Ja, das sind so die interessanten Fragen gewesen. Und eben, wie schon erwähnt, können Sie jederzeit auch eben per Mail uns dann nach der Webdemo noch erreichen. Ja, und ansonsten ist noch Herr Stangl noch dran, Ihnen eine Antwort zu geben. Ja, also ich denke, das war eine kurze Übersicht über die Wirkungsgradvorlage, was möglich ist eben in KISSIS. Über Inputs freuen wir uns immer natürlich. Und aber das ist der momentane Stand. Sie können alles auch im Anhang haben wir ein paar Dokumente. Zum einen wie eine Anleitung, wie man das Ganze benutzen kann. Also die Schritte, die ich Ihnen da gezeigt habe, auch detailliert dokumentiert. Dann haben Sie noch eben Versuche, die wir gemacht haben, also so also ein paar Paper, die das dann zeigt, wie das genau korreliert mit der Berechnung und dem Versuch, dem Teststand. Ja, das denke ich, wird Ihnen schon weiterhelfen. Ja, dann zum Schluss eben vielen Dank für die Teilnahme an der Webdemo. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns diese eben, wie schon erwähnt, per Mail gerne schicken. Weitere Webdemos zu den QGIS-Funktionalitäten werden folgen, wie Sie sehen. Also wir hatten schon einmal eine Session, jetzt ging es um Wirkungsgradberechnung und thermische Analyse. Also bleiben Sie immer dran. Nicht zu vergessen, dass es eben noch weitere Schulungen gibt. Zum einen die Getriebeberechnungsschulung vom 4. bis 6. April. Dann KISSIS Industriegetriebe Schulung Industrial Gearbox mit KISSIS vom 21. bis 22. März. Und die Handouts, die werden auf unserer Website mit der Webdemo auch hochgeschaltet. Also diese Webdemo, die wurde jetzt aufgenommen und die können Sie dann auch später herunterladen. Ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie da teilgenommen haben.